einem Verkehrsunfall zwischen Frankenberg und Burgwald sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Von Rettungskräften wurden sie zur Beobachtung in das Kreiskrankenhaus Frankenberg gebracht. Beim Abbiegen auf die Kreisstraße 117 nähe der Burgwaldkaserne hat ein 58 Jahre alter Mercedes-Fahrer einen herannahenden Renault übersehen. Das berichtete die Polizei. Verletzt wurden bei dem Zusammenstoß der Fahrer des Mercedes sowie sein 60-jähriger Beifahrer und der 52 Jahre alte Fahrer des Renault. Nur wenige Minuten nach dem Unfall waren Polizisten und Rettungswagen an der Unfallstelle. Nach Schätzungen der Polizei entstand bei dem Zusammenstoß ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.